Es geht um diesen Druckausgleichsbehälter, der einen konstanten Druck in der Heizungsanlage gewährleisten soll. Und so wie es aussieht, tut er das nicht mehr. Jetzt könnte man einen teuer Handwerker bestellen oder es einfach mal selbst machen. Ich habe mit Spengler-Handwerk überhaupt nichts zu tun. Ich habe mich vorher mal informiert, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Und ja, schaut mal zu. Vielleicht wird's auch was, vielleicht auch nicht. Das soll keine Anleitung sein. Leider sieht man mich immer vom Rücken oder mehr vom Rücken, weil die Nische da, wo ich arbeiten muss, sehr eng ist und die Kamera davor einfach nicht reinpasst. Ich kann die nicht irgendwo festmachen. Solche Reparaturversuche, wenn man Laie ist, unternimmt man natürlich auf eigene Gefahr und auf eigene Haftung. Aber man kann sich damit auch eine Menge Geld sparen. Liter Wasser müssen erst irgendwann abgelassen werden. Jetzt kann man das Teil dann nicht runtermontieren. Das ist zu schwer. Der ist in den Balken geplatzt und dadurch ist er vollgelaufen. Und jetzt funktioniert der Druckausgleich auf die Leitung nicht mehr. Das heißt, es steht immer Überdruck, dann ist natürlich das Wasser wieder ganz weg. Muss wieder auffüllen. Und ja, weil ich das Handwerk so kosten, da muss man es halt selber machen. Sich informieren, wie es geht und dann selber machen. Dann erstmal leer laufen lassen. Den neuen habe ich schon und den wieder hinmontieren. Ich hoffe, jetzt wird dann bald schnell gehen. Da sind hier oben so ein Ventil. Da kann man auch testen, ob das noch irgendwann noch okay ist. Jetzt sitzt natürlich da drin der Vakuum rein. Man kann noch nicht schon hier sein. Also gefühlt auf jeden Fall keinen Druck mehr drauf. Muss man so schwer im Gerät dran. Und dreht sich mit. Da habe ich da schon mal einen Schlüssel eingegeben. Jetzt dreht sich da in der Mitte das Rohr mit. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Ah ja. Da sieht man, wie das Wasser kommt. Sonst sieht man, dass er das noch nicht voll war. Er hat eine Vakuum gezogen. Vielleicht wird das der Eimer mit nicht reichen. Vielen, vielen Eimern kommt endlich kein Wasser mehr raus. Das heißt, ich kann das Teil jetzt abmontieren und den neuen dann hinmontieren. Ja, es wird noch mal ein bisschen gefrickt werden. Ich glaube, es geht genauso schwer auf wie die andere Schraube auch. So. Dran geschraubt habe ich es wieder. Jetzt drücken wir es mal ab. Wir haben es auf Dichtigkeit prüfen müssen. Und um es wieder aufzuschrauben, abdruckfrei zu lassen, machen wir diesen
schönen Imbus. Der Druck dann gleich von Heizungsanlage vorne. Eigentlich soll man dieses Ventil ja nicht zuschrauben, außer zu Montagezwecken. Deshalb machen wir es jetzt so schnell wieder auf, damit es da keine Probleme gibt. So. Immer beim Aufdrehen von dem Ventil darauf achten, wenn es auf ganz offen steht, eine Vierteldrehung zurück, damit sie nicht festsitzen. So. Dann. Wie zu erwarten war, ist der Druck jetzt seit 9,0. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal befüllen, bis da ungefähr so ein knappes Paar steht. Was dazugehört ist, sein Werkzeug gleich immer schön wegzuräumen. Ich habe hier so einen Werkzeugkasten. Da gehen es noch ein paar einzelne Teile. Sieht man, liegt noch ein bisschen was drin unten, was ursprünglich nicht drin war. Jetzt noch die schnell die Bits einsortieren hier. Und dann haben wir es. Jetzt sieht man das durch das Heizen des Heizkessels, wie der Druck nach oben geht. Und wenn eben der Ausgleichsbehälter nicht da ist und er geht über 2 Bar, dann wird das Sicherheitsventil, da hängt momentan der Eimer dran, wird dann auslösen. Deshalb haben wir da in der Früh immer so einen Liter drin gehabt. Und so ein Liter reicht dann schon aus, dass der Druck wieder unter 1 Bar fällt und dann die 10 Meter Haushöhe halt nicht mehr schafft. 1 Bar ist ungefähr 10 Meter Steighöhe vom Haus. Schauen wir nochmal hinten, ob da alles dicht ist. Ah, da schaut es gut aus. Da steckt ja noch ein Thermometer drin. Für die Wassertemperatur, den bringe ich jetzt wieder an, habe ich bloß weg. Damit eben das Ding nicht kaputt geht. Ja, muss ungefähr 60, 65 Grad haben. So, heizt noch. Jetzt ist er bei 1,5 Bar. Und der Druck, wenn zu viel wird, der geht jetzt eben dann rüber durch das Rohr in diesen Ausgleichsbehälter. Da ist Zweischichtbehälter, ein Teil Wasser, ein Teil Luft, das heißt eigentlich keine Luft, da ist so ein Sack drin. In dem Sack ist allerdings Stickstoff. Und da kann man auch testen, ob es noch fehlt, indem man ein bisschen was ablässt. Sollte man auch jährlich tun, aber das spare ich mir auch. Aber es hat mich die ganze Aktion jetzt gekostet. Die Teile haben mich jetzt gekostet, das Teil hier ungefähr 60 Euro, glaube ich, aber ich habe noch mehr gekauft, weil ich da unten auch noch dieses Absperrhähnchen mitbestellt habe, das muss ich austauschen. Ja, und eigentlich wollte ich auch noch diesen, das heißt, Stock mit Manometer, Entlüfter und Überdruckventil, den hatte ich auch schon da, ich habe den auch hier schon bestellt, allerdings, ja, dazu war ich jetzt ehrlich gesagt zu faul, den auszutauschen. Das sind die bestellten Wasserhähne. Das mache ich mal im Sommer, wenn die Anlage nicht mehr läuft. Jetzt habe ich es machen müssen, weil ich jeden Tag in der Früh runterrennen muss und Druck reinlassen, damit überhaupt die Heizung wieder anspringt. Läuft sie nämlich mal komplett trocken, dass nichts mehr umpumpt, dann fliegt am Brenner hier, ist ein alter Brenner, ist bestimmt so 15 bis 20 Jahre alt, nach länger. Der müsste schon um die 30 Jahre im Buckel haben, hat immer noch gute Werte. Aber dann fliegt halt die Übertemperaturschutzsicherung. Ja, das Wasser, das bisschen, das hier ist, das trocknet weg. Den Rest, den putzen wir mal ab. Jetzt warten wir halt einfach, aber der Druck steigt nicht viel weiter. Es bleibt bei den 1,5 Bar. Schauen wir mal. 30 Minuten später, der Brenner hat abgestellt. Und siehe da. Wir sind nicht viel höher als vorher, nämlich 1,5 Bar. Das heißt, der Druckausgleichsbehälter funktioniert wieder und ich muss in der Früh nicht runter und hier Wasser auch füllen. Ja, jetzt bleibt nur noch der Wasserhahn auszutauschen und dann schauen wir mal, ob wieder alles funktioniert. Das Ganze wird mir so, ja, ich sag mal, 2 Arbeitsstunden, also Minimum 75 Euro die Stunde. Billiger wird es nicht. Also 150 Euro. Und ich habe mal nachgeschaut, der Druckausgleichsbehälter hat 38 Euro irgendwas gekostet. Also da hätten die auch nochmal drauf gehauen, hätte ich bestimmt auch 60, 70 Euro bezahlt. Dann wäre ich so
140, 210, 220 Euro plus Anfahrt gekommen. Das habe ich mir halt jetzt gespart. Davon könnte ich mir jetzt theoretisch Ausrüstung kaufen. Naja, 240 Euro kriegt man eine Menge Stoff. Und gut, es war jetzt eine Schinderei. Ich habe hier ziemlich gekämpft mit den Überwurfmuttern, um die Lose zu kriegen. Ich muss eins sagen, wir haben das Haus hier gebraucht gekauft. Die Heizungsanlage war schon so weit drin. Und das bestimmt seit 20, 30 Jahren, die diese Mutter nicht mehr gelöst worden, und entsprechend fest war die halt dran. Aber letztendlich ging es mit ein bisschen Hauruck und Gewalt. Manchmal muss man halt auch Gewalt anwenden, hilft nichts. Ja, ich bin zufrieden. Meine Frau ist noch zufrieden, weil die hat endlich rund um die Uhr Heizung und nicht in der Früh kalt, weil der Brenner wieder ausgefallen ist oder die Pumpe es nicht mehr schafft. Pumpe habe ich auch selbst eingebaut, also diese blaue Pumpe, die hier. Diese blaue Pumpe habe ich selbst eingebaut. Da war vorher auch eine Pumpe drin wie die da, so eine billige Pumpe. Die kann man nur einstellen auf 3 Stufen, 5, 10 und 15 Watt. Diese Billigpumpen haben allerdings nur einen Steilkühl von maximal 4 Meter. Unser Haus ist leider, hat Erdgeschoss und dann nochmal einen ersten und zweiten Stock. Also weit über diesen 4 Metern Steilkühl. Und deswegen habe ich jetzt eine teurere Pumpe gekauft für 110 Euro. Er hat eine Steilkühle von 6 bis 8 Meter. Und die braucht jetzt, die stellt sich auf automatisch ein, die braucht, um wirklich es warm zu halten, nur 5 Watt. Das spart auch noch Strom. Gut, war auch wieder ein Problem. Diese Überwurfmutter, ihr seht es, die war ziemlich verrostet. Die habe ich wieder gängig gemacht. Ja, so haben wir insgesamt halt hier schon wieder, ich sag mal, dieses Jahr bestimmt 500, 600 Euro gespart, indem ich selbst gemacht habe. Jetzt wird hier noch mal sauber gemacht und aufgeräumt. Da sieht man, ist im Winter mal wieder das Wasser reingelaufen. Leider nicht ganz dicht, aber das ist eine Waschküche. Ja, und so sind die Waschküche insgesamt aus. Schnucklig klein, aber alles, was man braucht, ist drin. Trockner, Waschmaschine und eben unsere Heizungsanlage.